Kürzlich erlangte Isabel Sendal Berühmtheit durch die Namensgebung für eines der letzten Krankenhäuser, die in der Hauptstadt Spaniens gebaut wurden. Vor der Covid-Ära war Sendal der breiten Öffentlichkeit unbekannt und dies ist vielleicht eine der interessantesten weiblichen Biografien, die man studieren kann. Ihre Bedeutung ist so groß, dass sogar die WHO sie als erste Krankenschwester auf einer internationalen Mission anerkennt. Die Wechselfälle des Lebens in La Coruña am Ende des 18. Jahrhunderts und ihr liebevoller Einsatz führten dazu, dass Isabel, noch sehr jung, Rektorin von La Casa de Expositos dieser Stadt wurde. Ein Job, der zweifellos ein hohes Maß an Service für die Bedürftigsten erforderte. Aber offensichtlich hätte dieser Umstand nicht zu einer öffentlichen Anerkennung über den rein galizischen Bereich hinausgeführt. König Karl IV. Wollte per königlichem Erlass, dass Isabel an einer der wichtigsten wissenschaftlichen Expeditionen teilnahm, die bis dahin stattgefunden hatten, der Balmes-Expedition. Eine Expedition, die unter der Leitung des spanischen Soldaten und Chirurgen Francisco Javier Balmes darauf abzielte, die Pocken im gesamten Staatsgebiet auszurotten, darunter natürlich auch in den amerikanischen, afrikanischen und asiatischen Ländern Spaniens. Der Impfstoff reiste lebend und wurde in die Körper von 22 Kindern aus Waisenhäusern in Galizien und Madrid geimpft. Um sich um diese Viales zu kümmern, zu denen auch ihr eigener Sohn Benito Wales gehörte, war die Anwesenheit von Isabel Sendal bei der wohltätigen Expedition schlechthin notwendig, die am 30. November 1803 zu den Kanarischen Inseln aufbrach. Von dort aus verbreitete er die Hoffnung, eine solch schwere Krankheit zu überleben, in Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Neuspanien, den Philippinen und China. Balmes kam zum Impfen in die Stadt Kanton. Von dort kehrte er nach Acapulco zurück und dies war das endgültige Ziel von Sendal und seinem Sohn, die nicht nach Spanien zurückkehrten. Auf der Rückreise weitete Balmes den Impfstoff auf andere europäische Mächte aus, insbesondere auf England. Spanien setzte sich erneut an die Spitze der Welt in der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung und Sendal, ein Vorbild für die Mutter für diejenigen, die keine hatten, und für die Krankenschwester schlechthin.